Willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver Randomizer Edition. In der vorherigen Runde haben wir ja unser Nidoran bekommen und waren auch bei Mr. Pokémon, haben das Rätsel abgeholt und in der Runde, beziehungsweise in der Folge, werden wir jetzt versuchen, bis zum Knofenserturm zu kommen. Und ja. Jetzt bringt uns die Lyra, heißt sie, glaube ich, genau. Gerade bei, wie man Pokémons fängt. Und dann kriegen wir auch die Pokébälle. Und danach können wir auch endlich unser erstes Pokémon fangen, was zum Random Einser Team dazu gehört. Ich weiß schon, wie man Pokémons fängt, aber das ist eigentlich schon wie jedem Spiel, dass es angezeigt wird. Ein Radfratz haben wir hier als Gegner von Lyra gerade. So. Genau, wie gesagt, ich versuche halt jetzt mit einem besseren, dass man mich besser versteht, aufzunehmen. Aber ich hatte gerade einen Fleck. Wie gesagt, ich nehme das Ganze mal auf dem Handy auf, alles. Und ja. Ansonsten experimentierst du am besten einfach selbst ein bisschen herum. Hier, das ist für dich viel Erfolg. Und wir haben Pokébälle bekommen. Ich glaube, fünf Stück oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall können wir jetzt den ersten Encounter fangen. Ja, genau, 5. Und unser erstes Pokémon, beziehungsweise unser. Nicht schlecht. Es hält halt sehr viel aus. Ich schmeiß einfach mal einen drauf. Vielleicht funktioniert es, man weiß es nicht. Voltorus nenne ich Smasher, weil mit dem Kopf so sieht es aus, als ob würde es jemanden wegrammen. Schutzschild. Smasher. Nee, mit Issu lege ich mich nicht mehr an. Aber ich glaube, es hat Fluchtsperre, ne? Wegsperre. Na super. Ich hoffe mal, es kann kein Abgangsbund. Ich werde einfach mal ganz kurz Issu versuchen wegzuhauen. Wie oft willst du den Angriff noch senken? Na super. Also wie gesagt, ich bin gerade dabei, das Issu wegzuhauen. Das ist gerade reine Zeitverschwendung, mit einem Issu rumzukämpfen. Geht doch. Nehmen wir mal Smasher nach vorne, unser Boltaros hier, unserem Boy. Pickt beharrlich auf dem Boden rum. Heilen müssten wir eigentlich noch gar nicht.
Ich hoffe mal, wir können Smasher ein bisschen hochtrainieren. Ah, gegen Pikachu sollte es einfach werden. Diese ganzen Heuler und alles. Meine Güte. Na, nee, 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 nee. Ich lasse es lieber. Wenn der jetzt einen Volltreffer landet, war es das. Bevor ich zu viel riskiere. Also in dem Tempo kommen wir niemals bis zum Knofenserturm. Genau, und sobald wir die Soul Silver Randomizer Challenge erledigt haben, werden wir uns an die Schwarz 2 Edition dran machen. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee, da sollte ich schnell. Ja, da muss ich weg. Boah, wenn es eine Wasserattacke kann. Warum habe ich eigentlich so viel Pech? Lass mich doch. Geht doch. Hier oben können wir auch noch ein Pokémon fangen. Genau, Route 46. Mal schauen, was wir hier finden. Wir bekommen einen. Vibrava. Auch ein sehr nettes Pokémon an sich. Okay, das dürfte nicht sehr effektiv sein. Aber trotzdem, Volltreffer. Oh, ho, 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 ho. Ich weiß nicht, wie viel Schaden sein Sandgrab machen wird. Ich schmeiß mal so einen Pokéball drauf. Vielleicht klappt es, man weiß es ja nicht. Weil bei Beuterus hat es ja auch geklappt. Klasse, Vibrava wurde gefangen. Wir nennen es Nicknack. Nicknack ist ein Team. So. Ich versuche Boltoros währenddessen noch eben beim Bissen zu trainieren, wenigstens. Oh, das ist gar nicht gut, was der da gerade macht. Geduld ist so, sollte man nicht unterschätzen. Wow, 4 KP. Ja, noch einer, dann ist Samurzel weg. Wir müssen per Auswechseln eigentlich immer trainieren, so geht es am einfachsten mit einem Level 2er. Nein! Das ist sehr schade. Boah, ein Shiny Beboar, wenn du einfach einen Randomizer startest und du findest einen Shiny Beboar.
Ich würde sehr gerne fangen, aber ich darf nicht. Ich würde damit gegen Regeln verstoßen. Shiny ist eine feine Sache, ey. Oh, es ist so hart, ein Shiny umzubringen. Es ist sehr hart. Ja, bist du stolz drauf, Nido, ha? Ich gehe erstmal in den Pokémon Center und werde versuchen dann, bevor ich die nächste Folge starte, werde ich die Pokémons auf jeden Fall im Hintergrund ein bisschen trainieren noch. Ich werde jetzt erstmal versuchen, auf jeden Fall wenigstens bis zum Knofensaturm zu kommen. Und weil sonst ist es eine langweilige Folge. Es tut irgendwie weh, wenn man Shiny begegnet und man muss es besiegen wegen dieser Challenge, aber ey, das ist eine neue Route. Das heißt, ich darf Logok fangen, meine Lieben. Ich darf es fangen. Ich versuche es, ich hätte vielleicht vorher nochmal Bälle kaufen sollen, weil mit drei Bällen. Oh, mein Gott, ich habe schon gedacht, jetzt geht Logok schlafen. Das macht zu. Mit so einem Kratzer macht es eigentlich. Logok wäre nicht schlecht jetzt. Ich habe nur noch zwei Bälle, sehe ich gerade. Ja, ich glaube, mit Logok wird das nichts. Bevor ich Nido ohne Grund verliere, heile ich es vorher auf, weil. Geht dir eh nicht anders, ne? Ich hab nur noch einen Ball. Bring mir Glück, komm. Komm. Zwei. Schade. Logok wäre ein schönes Teammitglied gewesen, aber. Immerhin werde ich mir die EPs dafür holen. Ich meine, wir hätten dann einen Boltaros, einen Nidoking am Ende und einen Libeldra. Hätte das geklappt mit Logok. Dann noch ein Logok dazu. Falscher Verkäufer. Aber das mit dem Shiny Bibo ärgert mich. Das ärgert mich sehr. Tränke haben wir noch. Es verletzt mich. Es verletzt mich einfach. Da, jetzt haben wir ein komisches Rettern, aber. Das hat sogar die Fähigkeit Excipedimis oder so ähnlich. Ich weiß gerade nicht, wie die hieß. Drecksblizzard ist auch schön. Aber gefährlich auf Nicknack. Weil
Wenn es eine Eisattacke einsetzt, dann ist. Ah, okay, perfekt. Na, ich denke, wir werden noch gute Pokémons bekommen. Also für den Anfang haben wir schon. Oh, Lucario wäre auch. Also am Anfang, ich habe schon viele Videos gesehen, die meisten bekommen auch gute Pokémons, aber wir hatten jetzt hier als Encounter mit Lucario, Logok. Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht ganz zum Knofensaturm schaffen, Leute, aber. Teenager Julian, er hat einen kaum. Kann das Drachenwut? Hat sich schon geklärt. Na, Ultraschall ist praktisch am Anfang. Ist hilfreich auf jeden Fall. Für Pokémons, die unter, ich glaube, 20 KP liegen, ist es jedes Mal ein One-Hit. Also Ultraschall kann schon hilflich sein. Dun, 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 dun. Ja, wir werden noch schnell die Kämpfe hier durchmachen. Ich weiß nicht, wie viel KP ein Tauros hat, aber mit Roar stört mich nicht. Ich gehe auf Ultraschall weiter. Tauros liegt scheinbar auch bei Level 2 unter 20 KP. Ich weiß nicht, ob das mit Ultraschall mit 20 KP stimmt, aber es müsste richtig sein. Oh, für Mautzi habe ich Smasher als Gegner eigentlich. Ich erspare euch mal die ganze Zeit, also ich werde das mal ein bisschen vorspulen. Einrettern. Du bist entkommen. So. Ups. Ey. Ich hatte hier vorhin schon Lurko. Jetzt habe ich den zweiten Höhenstarter. Und am Anfang durfte ich Gekkabor aus. Also, ich hätte eigentlich. Würde ich mich nicht an die Regeln halten, hätte ich jetzt alle drei Höhenstarter. Wäre auch nett. Tschüss, Dami. Der Einzige, der jetzt noch Training braucht, ist eigentlich Smasher. Von welchem Typ bist du denn überhaupt? Gestein, Stahl. Sollte doch funktionieren gegen ein komisches Remoraid. Das kann doch sowieso nichts. Ich versuche eigentlich euch so wenig Zeit wie möglich zu ersparen. Ein KP. Das war ein Lucky.
Aber richtig lucky. Genauso wie mir nur noch ein EP fehlt für den Level Up. Irgendeiner hat Auge gemacht darauf. Aber das ist nicht schlimm. Oh, neue Route, neues Glück. Route 31, ei. Und in diesem Tunnel. Oh, geil. Geil, mein Lieblings, eines meiner Lieblings-Pokémon, Skorkro. Jetzt ist die Frage, wie viel EP du hast. KP. Du bist ein Mädchen sogar. Na, das ist nicht schlimm. Skorkro ist einfach ein nettes Pokémon. Eine Finte müsste noch gehen. Es kann sogar schon Gifthieb, das ist nicht schlecht. Ja. Ach, vergiftet. Ey. Reicht das? Reicht das? Boah, so knapp. Komm her, Scorpio. Das wird nämlich dein Name, Scorpio. Scorpio. Eigentlich ein nettes Team haben wir. Wir haben Nicknack, ein Boltaros, Scorpio mit 1 KP. Wenn man. Wie viel Leben? 21. Ich hätte ein Ultraschall drauf machen können, hätte es nur noch 1 KP gehabt. Oh, ich habe sogar ein Gegengift. So, jetzt werden wir uns noch ein Pokémon in der Höhle dort fangen. Ich wollte eigentlich wechseln. Ja, von der Zeit her klappt es eigentlich noch. Einmal schnell da rein. Perfekt. Naja. Naja. Ich hab nichts dagegen. Fällt mir gerade so auf. Nee, auf Ball. Ich schmeiß einfach einen Ball drauf. Ist egal. Ich möchte euch das alles ersparen. Ehrlich. Nein, 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 nein. Entweder wird es jetzt eh gewone-hittet oder es überlebt. Ist dein Ernst? Und nimm mir Traunvogel einfach mit. Auch wenn ich noch keinen Namen für den habe, aber ich finde doch eins. Nennen ihn einfach Hexe. Oder Hexer. Je nachdem. Okay, es ist ein Junge, ich würde den Hexer nennen. Willst du mich verarschen? Du bist im roten Bereich, mein Lieber. Du bist Level 2. Was hast du denn für eine Fangrate? Ich glaube, es will mich provozieren. Geht doch. Guck mal, wir nennen den einfach Hexer. So, jetzt werden wir mal hier eine kleine das Spiel hier speichern. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch wieder gefallen. Ach, mich verletzt es immer noch sehr mit dem Shiny Gibor. Aber Regeln sind Regen. Und ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.